Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Wochenende der 24 Stunden ist auch das Wochenende des Grand Prix Monaco. Und es ist 4 Jahre her, dass Michael Schumacher dort seine letzte Pole holte. Geschehen, wann wohl sonst, bei seinem letzten Start dort. Es handelt sich um die 68. Pole Position in Michaels Formel 1 Karriere und hatte dabei, weiß Gott, nicht das allerbeste Auto im Feld unter sich. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Keiner fuhr öfter auf Startplatz 1, keiner siegte mehr als 91 Mal, keiner holte mehr als 7 Weltmeistertitel. Und freiwillig würde ich nicht darauf wetten, dass diese Zahlen jemals in einem zweiten Rennfahrerkarrierebuch stehen werden. 4 Jahre und exakt ein Tag sind vergangen. Michaels letzter Poltag war der 26. Mai 2012. Das Datum von heute lautet 27. Mai 2016. Aber gepfiffen darauf. Denn es sind knapp 2,5 Jahre vergangen, seit Michael mit seinen beiden Kids und deren Freunde zu einer kleinen Skiausfahrt aufbrach. Eine kurze und beschauliche Runde sollte es werden, freudig, spaßig, im Familien- und nicht im Rennmodus. Am jähen Ende der Ausfahrt war nichts mehr so, wie es all die schönen und harmonischen Jahre vorher war. Nicht bei den Schumachers, nicht bei Sabine Kehm, Michaels Managerin, Wegbegleiterin und Vertrauten. Die Frau, die seit der Berge versetzte und dabei stets die Formwarte, kein Wort zu viel und keins zu wenig sagte, die wirkungsvolles Schutzschild war bei zahllosen Auftritten, von denen keiner Freude machte, aber sein musste und deshalb auch wie selbstverständlich und ohne Klagen stattfand. Sabine, ich tue das jetzt und auch unser geschätztes Publikum ganz sicherlich auch. Wir alle verneigen uns vor deiner Linie, deiner Stärke, deiner Durchhaltenskraft bei deiner Aufgabe, die die herausforderndste deines Lebens war und ist und die du mit so viel Kraft bewältigst. Nichts war auch mehr in der gesamten Motorsportwelt so, wie es vorher war. Deren Fixstern leuchtete plötzlich nicht mehr mit der aus den letzten 20 Jahren gewohnten Strahlkraft, ununterbrochen und allenthalben. Aber dennoch erleuchtet Michael immer noch eine ganze Branche und ich kenne keinen Motorsportler, Sportler oder Sportsmann, der darauf nicht mit demütiger Dankbarkeit reagiert. Michael war Ihr sportlicher Leitstern, ist Ihr Leitstern, bleibt Ihr Leitstern und meiner sowieso. Der Rennfahrer Michael Schumacher hat sich das Prädikat besonders wertvoll erfahren. Der Mensch Michael Schumacher jedoch hat sich das Prädikat ganz besonders wertvoll erarbeitet. Als Familienvater, als Freundeversteher, als Mechaniker-Motivationspille mit Langzeitwirkung, Gegenanzeigen, sind nicht nur mir nicht bekannt. Dazu kommen noch einige der typischen Michael-Specials. Gas geben auf der Strecke bis ans äußerste Limit. Vorzugsweise so, dass Michaels Darbietungen gleichsam Physik-Lehrstunden wurden. Dieser Physik brachte Michael liebend gern im Renntempo bei, was zu leisten sie in der Lage war. 6 Sekunden und mehr im Regen von Spa schneller fahren als der zweitschnellste im Feld. Alles quasi Grundausstattung von Michael. Bei ihm im Rennauto wirkte das alles gewissermaßen serienmäßig, ja spielerisch. Und ein gegebenenfalls auch zu fürchtendes Michael-Special. Wieder und wieder zu hinterfragen, bis dir schwindlig wird. Danach dann endlich, aber mit aller Garantie, nur dann, wenn du für ihn zufriedenstellend geantwortet hast, ist ein strahlendes, alles klar. Work hard, play hard, beschreibt mich als kreative Schaffenskraft nur unzureichend. Work very, very hard, play very, very hard, führt uns da schon näher ins Treffergebiet. Gleich schnell fahren konnten auch wenige andere, wenn sie einen sehr guten Tag erwischten. Gleich gut feiern konnte keiner. Sabine, ich bitte dich jetzt, den Nürburgring Award Lifetime Achievement für mich in Empfang zu nehmen. Und Sie, liebe Gäste, bitte ich, unserem Freund von ganzem Herzen auf seinem Weg der Genesung die Daumen zu drücken oder für ihn zu beten. Und ich bin sicher, das machen Sie alle, wie viele Millionen auf der ganzen Welt, auch ganz ohne meine Aufforderung. Vielen Dank.